da sind wir wirklich mal gespannt, denn Michael, verbessere mich, aber soweit ich mich erinnern kann, ein solch großes Starterfeld in einem Sprintrennen hatten wir hier in Darmstadt noch nie. Das ist jetzt wirklich mal ein Ausscheidungsrennen par excellence. Da werden wir mit Sicherheit ein paar packende finale Endspurt-Szenen sehen hier auf den letzten 30, 40 Metern. Da wird bestimmt auch der eine oder andere Ellbogen zum Einsatz kommen. Nicht unfair, aber einfach, um sich den nötigen Platz und vielleicht auch Respekt zu verschaffen. Ja, einer hat sich gleich von Anfang an den nötigen Platz verschafft mit einem wirklich furiosen Beginn. Auf den ersten 200, 300 Metern hat er sich zumindest mal aus Rangeleien herausgehalten. Schauen wir mal, ob das gut geht. Diese kleinen Strohballen, die können dann auch mal ein etwas zu hohes Hindernis darstellen, wenn die das Laktat in die Oberschenkel greift. Aber hier sieht es ganz gut aus. Das sieht nach einer souveränen Vorstellung aus. Jetzt kann man so ein bisschen auf Gaspedal gehen und die anderen sich nähern lassen. Platz 12 würde ja reichen. Ja, fast schon zum Glück, kann man sagen, hat sich das Feld hier noch ein bisschen auseinandergezogen. Das heißt, es wird hier nicht zu den ganz großen Rangeleien kommen, wobei die ersten 12 Plätze durchaus noch eng vergeben werden. Vorne an der Spitze ungefährdet Niklas Hasri vom LAZ Gießen. Ja, meine Güte, jetzt bin ich mal gespannt, wie das die Zielrichter da hinten entscheiden. Seid bitte so fair und überholt nicht mehr, sobald ihr den Zieleinlauf überquert habt. Aber das ist natürlich jetzt schon ziemlich eng gewesen.